Genau. Fange ich nochmal kurz an. Ja. Mein Name ist Renate Daniel, ich bin Ärztin für Psychiatrie, Jungsche Analytikerin, lebe in Deutschland an der Schweizer Grenze, weil ich meine Ausbildung in Zürich gemacht habe, wo ich mittlerweile am dort gegründeten Ambulatorium psychiatrisch-psychotherapeutisch tätig bin und auch am Junginstitut Zürich in der Leitung. Neuerdings bin ich auch in der wissenschaftlichen Leitung der IGT Lindau. Da können Sie draußen unser neues Programm sehen für den Herbst. Sehr spannende Vorträge und Seminare. Ja, aber dann beginne ich mal mit dem Vortrag. Selbst, das ist so ein großes Thema, dass ich mich selbstverständlich heute sehr beschränken muss, einige Punkte nur rausgreifen kann. Und beginnen möchte ich aber auch mit dem Ich, weil man kann nicht vom Selbst sprechen, wenn man nicht auch sich wenigstens kurz Gedanken macht übers Ich. Und erstmal ist es ja so, dass wir tagtäglich das Wort Selbst in den Mund nehmen. Zum Beispiel sprechen wir ja von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein oder Selbstzweifel. Und es ist gar nicht so einfach zu überlegen oder zu erklären, was wir damit meinen, auch mit dem Wort Selbst. Und mit dem Begriff Ich geht es uns eigentlich ähnlich. Und der Unterschied zwischen Ich und Selbst kann uns auch in Verlegenheit bringen. Es fällt auch auf, dass wir die Begriffe schon in der Umgangssprache Selbst und Ich nicht beliebig austauschen können. Wir sprechen zum Beispiel nicht von Ich-Vertrauen oder Ich-Heilung, sondern von Selbstvertrauen und Selbstheilung. Und wenn Sie die Begriffe Ich-Bewusstsein und Selbstbewusstsein anschauen, dann meinen wir nicht dasselbe. Es gibt also einen Unterschied zwischen Ich und Selbst, sowohl im alltäglichen Leben als auch in der Jungschen Psychologie. Und das ist eben das heutige Thema. Ganz kurz nur zum Ich. Laut Jung, Jung hat es mal definiert, es gibt natürlich viele Umkreisungen, Umschreibungen, aber das Ich ist nie mehr und nie weniger als das Bewusstsein, sagt er. Ich und Bewusstsein gehören also ganz eng zueinander. Erst wenn sich der Mensch bewusst ist seiner selbst, existiert das Ich. Und Sie wissen alle, dass dieses Ich bei der Geburt, so wie wir es kennen, eben nicht vorhanden ist, sondern sich entwickelt. Und so im Alter mit 2 Jahren sagt dann ein Kind zum Beispiel nicht mehr, Sarah möchte einen Keks, sondern ich möchte einen Keks. Da wird eben dieses Wort benutzt. Das heißt, man erkennt sich selber als Subjekt und unterscheidet es eben von dem Gegenüber, von dem anderen, dem Objekt. Manchmal erleben wir als Erwachsene auch, dass das Ich-Bewusstsein auftaucht, nämlich beim Erwachen. Wir sind morgens vielleicht nicht ganz orientiert, wissen nicht, wo wir sind, was genau los ist, vielleicht was für ein Tag oder vielleicht auch nicht, in welchem Bett wir liegen. Aber in der Regel wissen wir, wer wir sind. Selten passiert es mal, dass wir quasi nicht mal wissen, wer wir eigentlich sind. Ein Zeitforscher, der Herr Wittmann, hat es mal morgens erlebt und geschrieben, ich war mir wie selbst beraubt, also ich war meines Ichs beraubt und das dann so beschrieben, mein Ich war noch im Unbewussten. Und in kürzester Zeit, das geht ja in Bruchteilen von Sekunden, kamen seine Erinnerungen zurück und damit auch die Gewissheit über sein Ich. Und da sehen Sie etwas ganz Zentrales. Die Fähigkeit des Erinnerns ist eine Notwendigkeit für die Bewusstheit des Ich. Und tatsächlich können wir uns ja auch an Erlebnisse aus dieser Vor-Ich-Zeit, wenn wir ganz klein sind, Säuglinge, nicht erinnern, also nicht bewusst erinnern. Bewusste Erinnerungen gibt es eben erst, sobald das Ich existiert. Die Erinnerungen sind eben das Fundament auch des Ich. Ohne autobiografisches Gedächtnis wissen wir eben nicht, wer wir sind und wie wir sind. Ja? Also es braucht ein Narrativ über uns. Auch dieses Ich ist aber ein Stück Geheimnis. Wir wissen, dass wir sind, aber nicht genau, was und wer wir sind. Und das sagt nicht nur Jung, sondern das sagen heute auch einige Neurowissenschaftler wie Antonio Damasio oder auch Mark Solms.
Der Schweizer Literaturprofessor Peter von Matt meint, es braucht die Dichtung für dieses Rätsel. Und er verweist auf Angelus Silesius, Theologe, Arzt und Mystiker im 17. Jahrhundert, der dafür folgende Worte gefunden hat. Ich weiß nicht, was ich bin nicht, was ich weiß. Ein Ding und nicht ein Ding, ein Stüpfchen und ein Kreis. Und dieses Stüpfchen ist der Kreismittelpunkt, in den wir schon in der Schule den Zirkel gestochen haben. Mathematisch ist ja dieser Punkt quasi ein Nichts, ein Ort ohne Ausdehnung. Aber dieses winzige Löchlein ist der Geburtsort und der Mittelpunkt des Kreises, also eminent wichtig. Und dieses kleine Gedicht, finde ich, zeigt schon die Spannung zwischen dem Erleben der Nichtigkeit, das wäre dieses Stüpfchen, manchmal auch, wenn wir so uns wie ein Sandkorn erleben, in der großen Masse als Nichts, aber auch dieser Kreis, der ja haltende Umfassung ist. Doch vielleicht haben Sie schon überlegt, beschreibt Silesius mit diesem Gedicht wirklich das Ich oder bereits das Selbst, wie es C.G. Jung definiert, nämlich als den gesamten Menschen, als die Summe der bewussten und unbewussten Gegebenheiten? Diese Definition von Jung macht den umgangssprachlichen Unterschied zwischen Ich-Bewusstsein und Selbstbewusstsein bereits ein Stück weit fassbar. Das Selbst eben als dem gesamten Menschen, das Ich eben das Bewusste. Aber das Unbewusste ist noch viel weniger als das Bewusste beschreibbar und verstehbar, und so ist es durchaus sehr schwer, etwas über das Selbst, wie eben Jung den Begriff benutzt, und darum geht es ja heute Abend auszusagen. Das Selbst, diese Ganzheit, unsere Ganzheit, übersteigt ein Stück weit unseren Horizont. Das Ich-Bewusstsein kann sich diesem Selbst nur annähern. Jung hat gesagt, das Ich geht eben aus dem Selbst hervor. Das Selbst präformiert sozusagen unser Ich, also unser Ich-Bewusstsein. Nicht ich schaffe mich selbst, ich geschehe vielmehr mir selber. Und er fährt fort, dass das Ich dem Selbst untergeordnet ist. Oft nichts gegen das Selbst vermag, sondern unter Umständen sogar assimiliert oder in hohem Grad verändert wird. Wenn man diese Beschreibung von Jung anschaut, so geht es also in der Beziehung von Ich und Selbst auch um Kräfteverhältnis, um für die manche auch kränkende, narzisstisch kränkende Vorstellung, dass das Ich schwach ist, vielleicht unterlegen ist und das Selbst eben größer, stärker. In diesem Sinn zitiere ich einen Journalist, der im März 2017 geschrieben hat, nämlich als der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Vereidigung die Formel gesprochen hat, so wahr mir Gott helfe. Da hat dieser Journalist geschrieben, Steinmeier habe mit dieser altertümlichen Formel Beistand von oben erfleht und damit eingeräumt, dass er, wir könnten sagen sein Ich, alleine zu schwach sei für das Amt. Wieso springe ich jetzt zu so einem Statement über die Beziehung von Mensch und Gott, fragen Sie sich. Nun, weil eben Jung das Selbst unterschiedlich definiert. Einmal, wie vorhin erwähnt, als Ganzheit der Persönlichkeit, als Summe aus bewusst und unbewusst, dann aber auch als inneren Brennpunkt, als Zentrum der ganzen Persönlichkeit, auf das sich das Ich beziehen kann. Und weitergehend hat eben Jung das Selbst mit der Imago Dei, also mit dem Gottesbild, gleichgesetzt und sogar diese Definition nicht immer ganz durchgehalten. Gelegentlich, aber wirklich nur gelegentlich, hat er es gewagt, vom Gott in uns zu sprechen. Er hat gesagt, ich habe diesen Mittelpunkt, das eben als das Selbst bezeichnet, den Mittelpunkt der Persönlichkeit. Es könnte ebenso wohl als der Gott in uns bezeichnet werden. Die Anfänge unseres ganzen seelischen Lebens scheinen unentwirrbar aus diesem Punkt zu entspringen. Und alle höchsten
und letzten Ziele scheinen auf ihn hinzulaufen. Soweit sein Zitat. Dass eben Gott, das Göttliche und auch das Gottesbild nicht außerhalb, sondern in uns zu finden ist, ist nicht nur eine Erfahrung, eine Beschreibung von Jung, sondern finden Sie auch in vielen Stellen, zum Beispiel erwähne ich nur den Sufi-Meister Rumi aus dem 13. Jahrhundert, der geschrieben hat zum Gott: Ich versuchte ihn zu finden am Kreuz der Christen, aber er war nicht dort. Ich ging zu den Tempeln der Hindus und zu den alten Pagoden, aber ich konnte nirgendwo eine Spur von ihm finden. Ich suchte ihn in den Bergen und Tälern, aber weder in der Höhe noch in der Tiefe sah ich mich imstande, ihn zu finden. Ich ging zur Kaaba in Mekka, aber dort war er auch nicht. Ich befragte die Gelehrten und Philosophen, aber er war jenseits ihres Verstehens. Ich prüfte mein Herz und dort verweilte er, als ich ihn sah. Er ist nirgends sonst zu finden. Die Frage nach der Verortung des Selbst, die Frage nach dem Göttlichen und dem Gottesbild, also innen oder außen, führt aus psychologischer Sicht auch zum Phänomen der Projektion, nämlich zur Idee, dass eigene unbewusste Seelenanteile in die Außenwelt verlagert und eben dort wahrgenommen werden. Unbewusst und unabsichtlich geschieht das eben. Dadurch werden eben äußere Objekte mit Eigenschaften beladen, die es in der Realität in dieser Form nicht unbedingt besitzt. Wir kennen das ja alle von der rosaroten Brille bei Verliebten. Und was eben im anderen gefunden wird, ist ein Stück der eigenen Seele. Innenwelt und Außenwelt sind also verschränkt. Und wir wissen auch, all diejenigen, die nicht verliebt sind und deshalb weniger oder anders projizieren und weniger oder anders wahrnehmen, wundern sich ja dann über solche Zuschreibungen. Und die Rücknahme von diesen Projektionen ist sehr schwierig, weil eben die Wucht der Realität zu Enttäuschungen führen kann, zu Selbstwertkrisen, Enttäuschung oder Depressionen, weil wir eben durch die Projektionen an etwas sehr stark emotional gebunden sind und die Rücknahme eben auch intensive Emotionen auslöst. Sie wissen alle, wenn Sie einen frisch verliebten Menschen auf Projektionen hinweisen, die Sie merkwürdig finden, dann werden Sie eben scheitern, weil die Vernunft ein viel zu schwaches Werkzeug ist gegen den Glauben. Und das sehen Sie, das ist ja auch sehr wichtig politisch. Und das sehen Sie natürlich auch bei religiösem Glauben. Wenn nun eben die menschliche Fähigkeit zur Projektion des Selbst als Gottesbild mit einschließt, wären Gottesbilder auch eine zeitgeistabhängige Projektion der menschlichen Seele. Und die Rücknahme ist eben wie beim Verliebtsein durchaus schmerzhaft, und zwar individuell und kollektiv. Das führt zu sehr starken Emotionen und Affekten. Psychologisch unterscheiden wir zwischen den Gottesbildern, einem möglichen göttlichen Seelenkern im Menschen, wie eben Rumi es beschrieben hat, und einer davon unabhängigen Existenz Gottes. Über die Gottesbilder kann man forschen und sprechen, über Gott selbst weit weniger. Denn Gott ist, nicht nur nach Ansicht von Jung, jenseits aller räumlichen und aller räumlichen Kategorien und auch der Denkkategorien, was die jüdische Mystik zum Beispiel so formuliert. Spricht man von Gott, so spricht man, ach, von Gott nicht mehr. Und auch Jung hat ja zwischen Gott und Gottesbildern, die eben seit Menschengedenken beschrieben werden, da hat er unterschieden, aber betont, dass es zunächst mal nichts aussagt über die Existenz eines Gottes. Und ich finde es schon wichtig heutzutage, dass wir ähnliche Ergebnisse bei Naturwissenschaftler finden. So hat zum Beispiel der Physiker Wolfram Schommers und auch die Neurobiologen Solms und Turnbull sagen, dass wir über die fundamentale Wirklichkeit und damit auch über die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes prinzipiell keine
wissenschaftlich fundierte Aussage machen können, sondern wir müssen uns eben mit Bildern begnügen. Und wir wissen eben grundsätzlich nicht, wie weit diese Bilder den tatsächlichen Strukturen der fundamentalen Wirklichkeit nahekommen. Und genau diese Grundannahme deckt sich eben mit der Definition von Jung, mit der Jungschen Definition des Archetyps und interessiert uns eben, weil Jung das Selbst als wichtigsten Archetyp überhaupt versteht. In Jungs Definition ist eben das Selbst wie jeder Archetyp unanschaulich, unformulierbar, da es eben zu dieser fundamentalen Wirklichkeit gehört. Es kann eben nur mehr oder weniger treffend durch Bilder und Gleichnisse ausgedrückt werden. Aber in den Symbolen, in den religiösen Überlieferungen ist eben das Selbst bereits durch ein urteilendes Bewusstsein bearbeitet und fassbar gemacht. Das eigentliche Selbst liegt eben unerkennbar jenseits von Zeit und Raum verborgen. Das schließt natürlich nicht aus, dass einige Menschen Zugang zu dieser Wirklichkeit haben, sei es durch Intuitionen, Visionen oder andere Erfahrungen und quasi über die Grenze blicken können. Das Selbst eben, wie schon gesagt, als wichtigster Archetyp laut Jung enthält wie jeder Archetyp größte Gegensätze. Und das heißt nichts anderes als gut und böse, hell und dunkel, freundlich und furchtbar. Die Symbole schwanken eben zwischen höchstem und niedrigstem. Die Vorstellung, dass zum Selbst nicht nur das Gute, nicht nur das Rettende und Heilsame, sondern auch Furchtbarstes oder Unmenschlichstes gehört, ist, vorsichtig formuliert, nicht schön. Ja? Und es wird gerne vergessen und verdrängt oder auf die Seite gelegt, würde ich sagen. Meister Eckhart spricht diesbezüglich von der Hölle auf dem Grund der menschlichen Seele. Es gibt nicht so viele, die sich sehr gern mit dem dunklen Selbst beschäftigen. Das wäre ein extra Thema wert. Ich wollte Sie heute Abend verschonen. Das muss man wirklich dann mindestens eine Stunde genau anschauen. Es gibt eben, Jung selber hat eine große Vielfalt, viele wissen das wahrscheinlich, der Symbolik, der Symbole des Selbst beschrieben. Es gibt menschliche Figuren wie Vater, Sohn, Mutter, König, Gott, Göttin, dann gibt es Tiersymbole wie Drachen, Schlange, Elefant, Bär und so weiter, aber auch Spinne, Krebs, Käfer, Wurm und so weiter und so weiter. Pflanzliche Symbole wie Blumen, Lotus, dann aber auch Kreis, Kugel, Quadrat, Uhr. Es gibt eine riesige Palette und ich zähle das jetzt nicht alles auf, weil diese Aufzählung auch verwirrt. Es scheint ja so, dass das Selbst auf vieles projiziert werden kann oder in vielem gefunden werden kann. Wie schon gesagt, menschlich, tierisch, pflanzlich, abstrakt und Unbelebtes. Einerseits erinnert es an animistische Vorstellungen, die Idee, Gott ist in allen Dingen, überall ist etwas Beseeltes, überall ist etwas Heiliges. Heute würden das vielleicht nicht mehr so viele Menschen in allem suchen, also das Heilige oder vermuten. Und wenn man diese Bandbreite der Symbole anschaut, die ja, wie ich gesagt habe, verwirren kann, so ist es eben in der Regel nicht einfach das Bild, der Bildinhalt, sondern es gehört eben dazu eine emotionale Erfahrung, die uns anzeigt, ob es um das Selbst geht. Und nur um einige zu nennen, es wäre eine tiefgreifende Erschütterung, ein tiefes Erstaunen, aber auch Erschrecken oder eben ein Ergriffensein. Das erleben Menschen angesichts der Berührung mit dem Selbst. Oft verbunden mit einer subjektiven Gewissheit von etwas, das größer ist als das Ich, berührt worden zu sein. Etwas Majestätisches, ja, oder eben Heiliges. Auch im Enthusiasmus kommt man dem Selbst nahe,
wenn man die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen ernst nimmt. Das heißt nämlich der von Gott Erfüllte oder von Gott in Besitz Genommene. Und Enthusiasmus haben wahrscheinlich viele von Ihnen schon erlebt. Die Spannung zwischen diesem Höchsten und Niedrigsten möchte ich kurz anhand eines Traumes vorstellen, den ein erwachsener Mann aus seinem 15. Lebensjahr erinnert. Im Traum steht er in einer völlig zerstörten Stadt. Alles ist in Schutt und Asche, es gibt Metall, das verbogen ist, und daneben sind kleine Wasserpfützen, in denen sich ein Regenbogen in prächtigen Farben spiegelt. Der Träumer gerät in Ekstase. Und Ekstase ist auch etwas Unverfügbares. Das Ich kann das ja nicht machen, das meine ich damit. Man kann nicht willentlich darüber verfügen, es geschieht einfach. Deshalb vermute ich, dass der Träumer eine erregende, belebende Erfahrung des Selbst gemacht hat. Und dass eben die zerstörte Stadt und der Regenbogen eben diese gegensätzliche Pole des Selbst sind. Als Brücke zwischen Himmel und Erde symbolisierte der Regenbogen im Altertum auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wir könnten sagen eben zwischen Ich und Selbst. Und nach der Sintflut hat eben Gott den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit den Menschen an den Himmel gesetzt. Der Therapeut, der den Patienten behandelte, hat von der Trostlosigkeit, der Verzweiflung und den zerstörten Objekten berichtet und nur darauf geschaut. Das ist sicher unerträglich. Meines Erachtens wäre es aber hilfreich, den Traum vollständig anzuschauen, das vollständig wahrzunehmen, weil es eben neben der Destruktivität auch den Regenbogen gibt. Auch wenn es schwer sein kann, sich auf eine solche letztlich irrationale Koexistenz von Schrecklichem und Lichtem einzulassen. Die Entwicklung des Selbst ist eigentlich, auch darüber hat Jung viel geschrieben und Marie-Louise von Franz, das Selbst ist nichts Statisches, sondern sind letztlich das Selbst an sich kann etwas Ewiges sein, aber die Bilder selber sind eigentlich nur vorläufig. Marie-Louise von Franz hat mal beschrieben, dass Archetypen eben eine Geschichte haben über Jahrhunderte hinweg. Sie entwickeln sich, sie altern auch, sie fallen irgendwann ins Unbewusste zurück, weil die Menschen an diesen Bildern quasi das Interesse verlieren. Ja, die höchsten Werte können sich eben verbrauchen, wenn sie eben so diese numinose, also diese erschütternde, diese ergreifende Qualität verlieren. Und dann sind auch Tabus, die es gegeben hat, nicht mehr wichtig. Im ersten Schritt sind sie dann vielleicht nur noch Förmlichkeiten, man sieht dann keinen Sinn mehr, man wird einfach nicht mehr berührt von ihnen. Wenn man salopp formuliert, könnte man sagen, an den Gottesbildern nagt der Zahn der Zeit, ja? Bis es irgendwann, wie schon bei Nietzsche heißt, Gott ist tot. Ja? Dann kann etwa, wie es 2015 auf dem Titelblatt der Zeitschrift Geo geheißen hat, brauchen wir Gott, war da die Titelfrage. Hier wäre Gott, das Selbst, das Gottesbild quasi ein Objekt, das man nutzen kann, zur Seite legen kann, vielleicht auch verzichten kann. Ein Objekt, das vielleicht eine Illusion ist. Das spricht eigentlich dafür, dass diese Bilder einem nicht mehr berühren. Und man kann sich das etwa so vorstellen, dass wie bei allen Archetypen, das gilt nicht nur für das Selbst, dass etwas Neues geboren wird, ein Bild, dass es das Höchste ist, das Heilige, das wäre eben beim Selbst, dass die Faszination nachlassen kann, dass es Zweifel gibt, irgendwann gibt es eine Gleichgültigkeit oder Ablehnung und dann ist es wie nichtssagend und in der Regel wird dann irgendwas Neues geboren. Wir werden es gleich sehen. Also es sind dann eben Phrasen, die für manche dann noch historisch vielleicht relevant sind, weil sie irgendwann ganz wertvoll eben heilig waren. Wenn ich an meine eigene Kindheit denke und ich bin ja katholisch
Und diese Vorstellungen als kleines Mädchen noch, der Gott, der mit seinem Rauschebart im Himmel sitzt, ich würde sagen, dass die meisten Menschen heute nicht mehr an so einen personalen Gott glauben, der weiß, bärtig da auf einer Wolke sitzt. Also so ein Bild hat seine Wirkung und seinen Wert und seine Kraft aber auch eingebüßt. Aber Menschen, die mit einem solchen Gottesbild nichts mehr anfangen können, sind eben nicht unbedingt Atheisten. Ich spreche ja jetzt erstmal von den kollektiven Bildern. Bei einer Umfrage hat sich herausgestellt, dass etwa 2/3 der Deutschen sich vorstellen, dass es so eine Art höhere Ordnung gibt. Oder so eine Art höhere Energie, die hinter den Dingen steht und da wirkt. Und das ist ganz interessant, weil auch Jung schon dazu was geschrieben hat. Er hat nämlich gemeint, Gott ist ein ungeheures Paradoxon, nichts anderes als eine enorme Gegensatzspannung. Und die Wissenschaft nennt die Gegensatzspannung Energie. Wobei die Physiker auch nicht sagen können, was Energie ist. Nur was elektrische Energie ist, thermische Energie, also wenn ein Inhalt drin ist. Aber Energie ist auch ein Geheimnis. Also es geht um eine enorme Gegensatzspannung. Und ich finde das spannend, gerade vor dem Hintergrund, weil das Selbst als Energie, diese Vorstellung, dass es etwas gibt, was das Ich transzendiert, diese wiederkehrende Vorstellung ist ja uralt. Das wäre dann so eine Art kollektive Regression, weil nämlich in früheren Kulturen war das zum Beispiel das Mana, diesen Begriff, den Sie kennen, oder eben das Numinose oder Oki, um nur einige Begriffe zu nennen. Und sehr oft haben diese Begriffe nicht nur Energie beschrieben, sondern eben gleichzeitig das Heilige, das Schöpferische, das Unendliche. Und diese Energie, so die damalige Vorstellung, entfaltet ihre Kraft an den belebten und den unbelebten Substanzen. Und frühere Kulturen haben sich das zunutze gemacht, dass diese Energie, die haben das auch erlebt, die Energie ist nicht völlig irgendwo fixiert, sondern die kann hingeleitet werden irgendwo. Und durch was? Zum Beispiel durch Fasten, durch Beten oder auch durch Opfern. Und das ursprüngliche Opfern, wenn man zur hebräischen Sprache geht, hebräisch heißt Opfern Korban, und Korban heißt nichts anderes als sich Gott nähern, also wieder dem Selbst nahe kommen. Ja? Oder auch Berühren führt dazu, dass man in Kontakt kommt mit dieser Energie des Selbst. Das wäre zum Beispiel auch noch in der Praxis, dass man Reliquien berührt, ja? Dass da etwas Heiliges ist, der Versuch, sich diesem Selbst zu nähern. Oder eben auch gewisse Atemtechniken und so weiter. Also psychologisch betrachtet würden wir heute sagen, dass mit diesen Maßnahmen eigentlich im Ich-Komplex Energie angereichert wird, wo sie dann auch wiederum der Bewusstwerdung oder der Kulturarbeit zur Verfügung steht. Jung hat beschrieben, dass wenn eben bei Menschen, und ich denke, wir sind ja in so einer Zeit, das traditionelle Gottesbild nicht mehr projiziert werden kann, sich die Gottesbilder eben nach innen richten. Und schlimmstenfalls kommt es zur Dissoziation oder zur Inflation. Im günstigen Fall tauchen Mandalas auf und ermöglichen die Konzentration auf das innere Zentrum, eben auf das Selbst, und stabilisieren das Ich via Begrenzung und Ordnung. Also der Ich-Komplex wird wie zentriert. Und ich zeige Ihnen hier jetzt mal 3 Mandalas aus dem Bildarchiv, eben aus der Arbeit von Jung mit seinen Patienten. Also Sie sehen vor allen Dingen immer die Ordnung, ja? Sie sehen das Abstrakte, Sie sehen das Zentrierte, ja? Sozusagen, dass eben das Ich stabilisieren kann. Und da komme ich jetzt auf was Wichtiges, weil Sie alle wissen, oder ich habe jetzt auch von den kollektiven Gottesbildern auch gesprochen, und in der Jungschen Therapie oder auch im Individuationsprozess geht es ja auch um unseren individuellen, persönlichen Weg, um das zu finden, was in uns ist. Das wären jetzt diese
Mandalas, die ich Ihnen vorgestellt habe. Aber es scheint da auch ein kollektives Bedürfnis zu geben. Und zwar müssen Sie nur 2-3 Jahre zurückgehen und mal die Bestsellerlisten von Amazon im englischsprachigen Raum anschauen. Es hat mich echt verblüfft, was da ganz oben steht. Das sind nämlich Aufmerksamkeitsausmalbücher für Erwachsene, bei denen eben vorgedruckte Mandalas mit Farbstiften ausgemalt werden können. Das sieht dann etwa so aus, ja. Und Wissenschaftler, das ist ja dann auch immer so, heute die Neurobiologen sagen dann was dazu, haben dieses Tun befürwortet mit dem Hinweis, dass eben die Konzentration auf Linienbegrenzungen ja, wertvoll sei für die Gehirnfunktion und für den Stressabbau. Und da das so ein Ran ist, würde ich fast sagen, dass Menschen schon unbewusst kompensatorisch etwas suchen, was den Ich-Komplex stabilisiert. Dass wir eben in einer schwierigen Zeit leben, wo wohl diese Beziehung zum Selbst irritiert ist oder neu gefunden werden muss und solche Abstrakten, auch wenn es jetzt vorgegeben ist, nicht wie beim anderen selbst entwickelt, die wir eben seit Menschengedenken auch in religiösen Darstellungen finden, die scheinen irgendwie ein kollektives Bedürfnis zu befriedigen. Noch was anderes gehört zum Selbst, wenn wir jetzt anschauen im Kollektiv, das wissen Sie alle, zum Selbst, zu den Gottesbildern, in der Beziehung zum Göttlichen, gibt es immer Riten, es gibt immer Dogmen und Tabus und die geben einerseits Schutz und Sicherheit, aber je nachdem fühlt sich eine Gruppe oder der Einzelne, die Einzelne auch eingeengt oder nicht gut verortet. Ich möchte jetzt hier in dem Zusammenhang heute nur kurz an die Speiseriten denken, die es in allen Religionen gibt. Also zum Beispiel kein Fleisch im Christentum am Freitag. Sie wissen auch, dass heute in der westlichen Welt, und ich denke, das hat sich in den letzten 50 Jahren dramatisch geändert, wenn ich auch wieder an meine Kindheit denke, dass immer weniger Menschen dieses Freitagsgebot im Christentum noch ausüben. Also die Menschen beschränken sich da nicht mehr, aber jetzt beschränken sie sich freiwillig und werden Vegetarier, Veganer, Frutarier, Freganer und ich kenne gar nicht alle die Ausdrücke. Und Sie sehen, da gibt es eine Pluralität und eine Individualität. Es gibt aber auch Gruppe, aber das würde zeigen, dass die Speisegebote nicht ganz verschwunden sind. Meines Erachtens ist das ein menschliches Urbedürfnis, das auch zum Selbst gehört, scheint es eine archetypische Notwendigkeit. Und ich vermute das auch deshalb, weil ja ein Teil der Menschen, die jetzt diese individuellen Speisegebote beachtet, das ja durchaus moralisch begründet. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ja, ich esse halt jetzt nicht mehr gern Fleisch, sondern es ist etwas Moralisches dahinter und beim Karfreitag oder beim Freitag kein Fleisch essen war auch etwas Moralisches dahinter oder eben eine religiöse Idee. Und da kann man eben viel drüber nachdenken, dass man sieht, es ist nicht ganz verschwunden, es kommt einfach auf andere Art und Weise wieder. Bei all den vielen Symbolen und Themen musste ich mir ja überlegen, was wähle ich heute aus? Und ich habe mich dann doch entschieden, dass ich zum Auge etwas spreche, weil ich meine, dass das gesellschaftlich und für uns individuell relevant ist. Jung hat geschrieben, das Auge ist ein bekanntes Gottessymbol und das Vorbild des Mandalas. Und diesem göttlichen Auge bleibt eigentlich nichts verborgen. Das Schöne, also die Freuden, die guten Taten, aber natürlich auch die Lieblosigkeiten der Menschen. Und da gibt es ja auch ganz viele Abbildungen dazu. Heute ist es auch wieder so, es werden immer weniger Menschen an ein solches allsehendes Auge eines Gottes glauben, das vom Jenseits auf Diesseits blickt und uns beurteilt, aber ganz ist das Phänomen nicht verschwunden. Nur kurz erinnere ich an die Bibel, und zwar an die Genesis, wo es ja darum geht,
dass der Mensch, wenn er vom Baum der Erkenntnis ist, also bewusst wird, ja so werden kann wie Gott. Wenn wir das psychologisch übersetzen, heißt es, Phänomene, Möglichkeiten, Kräfte, das früher zum Gott gehört, also zum Selbst und dem menschlichen Einfluss verwehrt war, gelangt Stück für Stück in den Verfügungsbereich der Menschheit. In der griechischen Mythologie kennen wir das als Raub des Prometheus, der das Feuer gestohlen hat und es den Menschen gebracht hat. Und dieses Feuer ist ja ein wichtiger Schritt für die Menschheit. Das Ich bekommt einen Zuwachs an Kraft und wird auch unabhängig von göttlichen Mächten, also ein Stück unabhängig vom Selbst. Und wir könnten sagen, seit dieser biblischen Zeit oder der griechischen Mythologie hat der Mensch den Göttern, dem Selbst immer mehr geraubt. Ein Beispiel wäre eben die Technik. Und dramatisch sehen wir das ja auch in der Medizin. Der Philosoph Odo Marquardt spricht in diesem Zusammenhang vom Machsal im Gegensatz zum Schicksal. Also es wird uns etwas geschickt, aber das Ich kann zunehmend mehr eben machen. Ja, das wäre so der Unterschied. Das heißt aber, dass das Selbst nicht nur, wie ich es vorhin geschildert habe, wiederum auf kollektiver Ebene, sich nicht nur durch das Abnutzen der Projektionen verändert, ja, also dass gewisse Bilder nimmer emotional besetzt sind, nimmer wertvoll sind, sondern man könnte sagen, das räuberische Ich, also der Mensch, der den Fortschritt will und auch bekommt, führt dazu, dass das Ich eben Fähigkeiten erhält, Möglichkeiten und Autonomie. Ja, und dadurch verändert sich das Selbst auch. Und davon, das möchte ich sagen, profitieren wir alle, ja, zum Beispiel medizinischer Fortschritt, da sind wir ja auch froh drüber. Aber wir sollten nicht vergessen, wir werden auch beladen. Ich meine, das Ich wird beladen, nämlich mit der Verantwortung für diese Möglichkeiten, ja. Wir haben nämlich Entscheidungen, die wir vor 30 oder 50 Jahren nicht treffen konnten. Die können wir jetzt treffen, müssen wir manchmal treffen. Und dann ist es ja auch eine Verantwortung. Es mag für Sie vielleicht ein komisches Beispiel sein, ist mir spontan auf der Zugfahrt noch eingefallen. Sie wissen alle, wie sehr die Hebammen kämpfen, wenn sie in der privaten Praxis niedergelassen sind, ums Überleben. Warum? Weil sie so hohe Versicherungsbeiträge zahlen müssen. Das heißt aber, dass quasi, und das finden Sie auch in anderen Teilen in der Medizin oder Beruf, das Ich ist auf einmal verantwortlich, wo es früher das Schicksal war. Und das müssen Sie jetzt versichern lassen. Früher wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja? Also das Individuum wird belastet mit Dingen, die auch zum Teil schwer tragbar sind. Ja? Also da sieht man, da verändert sich ganz viel. Und ich finde es ganz interessant, dass Roger Willemsen, der ja schon verstorben ist, in dem Kontext was geschrieben hat. Einerseits sind wir viel autonomer geworden, das Ich hat einen Zuwachs, eben Fortschritt, aber es ist eigentlich gleichzeitig, was passiert. Wir sind souveräner und ohnmächtiger, wir sind sicherer und instabiler, zielstrebiger und zerstreuter. Also wieder diese Spannung zwischen den Polen. Irgendwie der Zuwachs hat auch eben seinen Preis. Jetzt mal zurück zum Auge. Ja? Denn diese Idee oder dieses mythische Bild des prometheischen Diebstahls ist hier durchaus auch relevant. Das allsehende Auge, das wissen Sie alle, ist nämlich in erheblichem Umfang von der göttlichen in die menschlich-technische Sphäre gewandert und nun in den irdischen Institutionen wie NSA oder Firmen lokalisiert, die ja aus unseren Internetaktivitäten und Daten eben ganz viel über uns berechnen und auch wissen. Ein Teil dieses ehemals göttliches, dieses Gottesbildes ist somit in die konkrete irdische Lebenswirklichkeit des Menschen gewandert. Und es ist doch verständlich, dass das Unbehagen erzeugt, weil man auch nicht vermeiden kann, quasi beobachtet zu werden im Internet. Selbst wenn Sie sehr verantwortungsvoll mit den sozialen Medien umgehen, können Sie sich nicht ganz davor schützen, dass Ihre Daten gesehen werden und benutzt sowieso.
Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem allsehenden Auge Gottes, dieser Idee, und den modernen technischen Überwachungsmöglichkeiten? Ich würde sagen, ein göttliches Auge, dieses Bild des göttlichen Auges, steht über allen Menschen, während die institutionelle Überwachung, NSA, eine Hierarchie innerhalb der Menschheit etabliert. Es gibt nämlich jene, die Zugang haben zu diesen Daten und sie nutzen, und die große Mehrheit der Menschen, zu denen wohl wir alle gehören, die davon wissen, dass sie beobachtet werden, aber die das hinnehmen müssen, ja, wenn wir uns eben im öffentlichen Raum bewegen. Und hier sehen Sie zwei Bilder, es gibt ja noch mehr von dieser Idee des allsehenden Auges auf der Dollarnote, und Sie sehen hier, das finde ich so spannend, genau das, wenn das entrückt ist, dass es da einen Spalt gibt zwischen dem Ich und der Menschheit und dem Selbst. Und heute müsste man eigentlich sagen, das allsehende Auge hat die Elite da oben, ne? Also das ist eben in die menschliche Sphäre gewandert. Und das ist eben so schwierig. Jetzt möchte ich, das muss ich jetzt kurz zusammenfassen, über ein Grimmsches Märchen sprechen, das mich sehr beeindruckt hat, das zum Thema des allsehenden Auges passt. Es ist wahrscheinlich kein sehr bekanntes Märchen. Es heißt das Meerhäschen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ja? Es erzählt, ich versuche es kurz zu machen, von einer Königstochter, die allein in ihrem Dachgeschoss lebt und sie kann aus 12 Fenster hinaus in sämtliche Winkel sehen. Sie sieht alles. Also sind wir bei unserem Thema. Es bleibt ihr nichts verborgen, sie ist allwissend. Und dadurch, das ist natürlich ganz gut, sie hat dadurch, kann man natürlich die Macht erhalten. Ja? Sie ist sehr autonom. Und jetzt macht sie aber den Männern ein Beziehungsangebot. Es kann nämlich derjenige Ehemann werden, der sich versteckt und nicht gefunden wird. Also Beziehung wäre nur möglich, wenn es jemand schafft, dieses Allsehen zu durchbrechen. Also auch ihre Fähigkeit zur Kontrolle. Ja. Und 97 Männer haben schon ihr Leben gelassen, als dann, und es heißt dann, die Königstochter ist vergnügt, dass sich lange Zeit niemand mehr meldet, weil sie hat dann diese Köpfe vors Schloss hingestellt, auf den Totenpfahlen, und hat dann die Männer abgeschreckt. Und sie war eben vergnügt und hat gedacht, sie bleibt ihr Leben lang frei. Also es geht um Autonomie auch. Ne? Und Ungebundenheit empfindet sie eben nicht als Einsamkeit oder Verlassenheit. Und wenn das eventuell den Zeitgeist repräsentiert, dann wären wir hier ja im Märchen in einer Zeit, wo Macht, Autonomie und Unabhängigkeit sehr erstrebenswert sind. Und ich finde, das passt schon ganz gut zu unserer Epoche. Ja? Und Zugang zu den Überwachungsdaten sind ja ein wichtiger Pfeiler des Machterhalts. Das Märchen endet nicht hier, dann wäre es ja auch eine unfruchtbare Situation. Die Königstochter könnte nicht lieben, vertrauen lernen und so weiter. Es endet nicht in der Stagnation, es geht weiter. Es kommen dann drei Brüder an den königlichen Hof, um ihr Glück zu versuchen. Die ältesten beiden scheitern gleich und der jüngste versucht es trotzdem. Er weiß aber, wie schwierig die Aufgabe ist. 99 sind ja jetzt schon vor ihm gestorben. Und er geht hin und bittet sie um einen Tag Bedenkzeit und um insgesamt 3 Versuche. Er sagt, töte mich erst, falls ich beim dritten Male scheitere. Und dann heißt es im Märchen, er ist so schön und bittet so herzlich, dass sie ihm die Wünsche bewilligt. Sagt aber gleich, es wird dir eh nicht glücken, ne? Und die hat ja auch aufgrund der bisherigen Erfahrung überhaupt keinen Grund dran zu zweifeln, dass sie scheitert. Das ist eigentlich ziemlich risikolos. Aber ich finde es erstaunlich, sie ist nicht rigide. Sie gewährt einen kleinen Spielraum, ne, diesem Jüngsten. Was tut jetzt der Jüngste? Der beschließt, er hat ja einen Tag Bedenkzeit, er geht auf die Jagd. Und ich finde, man könnte ja die Männer, die sie enthauptet hat, quasi als Jagdbeute sehen. Ne? Die hat sie ja gejagt, sie hat sie aufgespürt mit ihren Fenstern und dann hat sie sie enthauptet. Und
Der Jüngste zieht quasi los, um sich wie mit dem Handwerk dieser Frau bekannt zu machen. Er versucht sich, denke ich, sie in sie hineinzuversetzen. Geht eben auf die Jagd und will dann einen Raben erschießen. Aber dieser, das kennen Sie, typisches Märchenmotiv, bittet um Verschonung und sagt dann, ich vergelt's dir auch mal. Und später verschont er noch einen Fuchs und einen Fisch. Er zeigt, dass er fähig ist, eine Beute aufzuspüren, zu finden, aber er kann im Gegensatz zur Prinzessin begnadigen. Das konnte die Prinzessin oder Königin bisher noch nicht. Wenn sie überlegen war, hat sie immer getötet. Jetzt kommt die Zeit, jetzt muss er sich verstecken. Er weiß kein sicheres Versteck und jetzt hilft ihm der Rabe. Der versteckt ihn in eines seiner Eier und setzt sich drauf. Und jetzt geht die Königstochter an 10 Fenster und entdeckt ihn nicht und jetzt wird ihr Angst. Aber das ist auch verständlich, denn so weit hat es ja bisher keiner geschafft. Es ist ja ganz furchtbar für sie, nicht über alles Bescheid zu wissen. Aber ihre Angst dauert nur kurz. Denn als sie durchs 11. Fenster schaut, ist sie erfolgreich. Sie lässt den Raben erschießen, zerbricht das Ei und dann hat sie den Jüngling hervorgeholt. Und dann sagt sie, klar, ich habe es dir versprochen, du bist begnadigt, das Leben ist dir geschenkt, aber wenn du es nicht besser machst, bist du verloren. Am nächsten Tag hilft ihm der Fisch bei einem Versteck. Er verschluckt ihn, die gehen ganz tief ins Wasser, aber sie ahnen schon, auch hier findet ihn die Prinzessin wieder. Der Fisch muss sterben und der Jüngling wird entdeckt. Und dann sagt sie, das zweite Mal wirst du noch begnadigt, jetzt beim dritten Mal wird's ernst. Da kommst auch du dann auf den 100. Pfahl. Jetzt ist der Jüngste betrübt. Klar, es ist sehr schwer. Er geht zum Fuchs und der Fuchs geht nun zu einer Quelle, verwandelt sich in einen Tierhändler und verwandelt den Jüngsten in ein Meerhäschen, eben der Titel des Märchens. Und der verkleidete, verwandelte Fuchs geht nun in die Stadt, zeigt dieses kleine Meerhäschen. Man kann sich vorstellen, es ist wie so ein Meerschweinchen, Hamster, wenn man es nachschaut. Viele Bürger, viele Menschen bestaunen dieses kleine Tier. Auch die Königstochter wird neugierig und sie kauft es. Und der Fuchs sagt dann zu ihm, wenn sie dich sucht, geh grad unter ihren Zopf. Und jetzt kommt für die Königstochter die Zeit des Schauens. Und sie sieht den jungen Mann nicht, auch nicht im 12. Fenster. Da steigt eine so gewaltige Angst und ein Zorn in ihr auf, dass sie zuschlägt, das Glas aller Fenster zerspringt und das Schloss erzittert. Und dann merkt sie das Meerhäschen unter ihrem Zopf, wirft es zu Boden und ruft, fort mit dir, aus den Augen. Angesichts ihrer Ohnmacht zum ersten Mal ist sie ohnmächtig, nach 100 Versuchen sozusagen, will sie kein Lebewesen mehr sehen, sondern endlich alleine sein. Alleine hat sie sich ja bisher immer am wohlsten gefühlt. Wenn sie alles kontrollieren kann, ist sie stark, erlebt sie sich stark. Aber sobald sie diese Macht verliert, wird ihre Zerbrechlichkeit und Instabilität sichtbar. Das Meerhäschen läuft weg zum Fuchs und die beiden verwandeln sich in ihre ursprüngliche Gestalt. Nun, sagt das Märchen, fügt sich die Königstochter in ihr Schicksal und heiratet den Jüngling, der wird König. Und ich finde es interessant, er erzählt ihr, so heißt es im Märchen, niemals, wo er sich beim dritten Mal versteckt hat. Ich habe die Vermutung, dass sie davon ausgeht, dass es aus eigener Kraft und Kunst vollbracht hat, dass er also mehr kann als sie selbst. Vielleicht kann sie ihn deshalb achten, vielleicht fürchtet sie auch ein bisschen, das wissen wir nicht. Solche Dinge erzählen die Märchen ja manchmal nicht. Aber als Frau, die auf sich alleine gestellt sehr erfolgreich war, hat sie meines Erachtens nicht die Fantasie, dass eben Teamwork, das war es bei dem Jüngsten, dass Kooperation, dass Vertrauen und Beziehung in vielen Fällen fruchtbar und hilfreich sind in der Not. Der Jüngling hat sich nämlich dem Raben, dem Fisch, dem Fuchs anvertraut und über Lernstufen das schier Unmögliche geschafft. Wie unterscheiden sich die Verstecke
Die ersten Male, die beiden Male, findet der Junge so einen mütterlich fürsorglichen Unterschlupf, weit weg von der Königstochter. Was dieses Märchen beschreibt, ist heute, meine ich, unangenehme Realität. Die technischen Überwachungsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass es kaum unauffindbare Orte gibt. Irgendjemand weiß immer, wo wir sind. Das dritte Versteck ist wirklich ganz anders. Der Jüngling verwandelt sich und in der neuen Gestalt wird er für die Königstochter attraktiv. Zum ersten Mal interessiert sie sich für ein lebendiges Wesen, will es sogar bei sich haben, anstatt weiterhin alleine zu bleiben. Und sie lässt ja dieses Wesen, dieses kleine Tier, ganz nah an sich heran, sogar unter den Zopf. Ich vermute, dass sie einen Menschen eben nicht so nah an sich heranlassen hätte können. Und sie kennen Menschen mit großer Angst vor Nähe und Intimität. Manchmal wird deren Herz durch ein Tier gerührt. Ja? Denen können sie schon ein Beziehungsangebot machen, vielleicht das erste überhaupt, weil es eben nicht so bedrohlich ist. Auf alle Fälle ist durch diese Nähe zum Tier der Macht- und der Kontrollkomplex aufgebrochen worden. Als sie dann eben im Finale zu zweit, also sie und das Meerhäschen, ja durch die Fenster schauen, findet sie eben den Jüngling nicht. Man könnte sagen, ihre eigenen Räume, ihre Innenwelt, ihre emotionale Innenwelt, die kennt sie gar nicht. Sie sieht andere, kontrolliert andere, weiß, was mit denen los ist, wo die sind. Aber über ihre Herzensangelegenheiten ist sie sich nicht bewusst. Ich würde sagen, sie hatte recht mit ihrer Selbsteinschätzung. Nur wenn sie vollkommen frei geblieben wäre, unabhängig, ganz auf sich selbst, hätte sie die Fähigkeit des Allsehens und der damit verbundenen Macht behalten. Und sie muss ertragen, dass der König sein Geheimnis bewahrt. Aber weil sie das ertragen kann, ist sie beziehungsfähig geworden. Beziehungen brauchen ein Geheimnis. Beziehungen, würde ich sagen, haben aber auch immer ein Geheimnis, weil wir weder uns selbst noch das Gegenüber noch die Beziehung selbst ganz kennen. Etwas ist immer unbewusst und auch das Selbst ist ein Geheimnis. Wer denkt angesichts dieses Märchens nicht auch an den 1949 erschienenen, von George Orwell verfassten Roman 1984? Auch hier wieder so dieses Bild, diese Pyramide, ja, der eine Überwachungswelt damals schon skizziert hat. Dieses Buch ist nach Bekanntwerden des Überwachungsprogramms der NSA 2013 in der Liste der meistverkauften Bücher bei Amazon in den englischsprachigen Ländern USA und Großbritannien ganz hoch gerutscht wieder, ja. Und Januar 2017 war es sogar wieder auf Rang 1. Aber es wäre falsch, dieses Überwachungsverhalten, dieses Sehen, dieses Kontrollierende nur bei den Staatsapparaten oder Institutionen zu verorten. Weil viele Menschen nutzen Überwachung mittlerweile ganz selbstverständlich individuell in ihrem privaten Lebensbereich. Durchleuchtung liegt im Trend, wird akzeptiert oder sogar gefordert. Psychologisch würde ich meinen, ist diese Überwachung ein weitgehend ich-syntones, also ich-stimmiges Phänomen geworden. Denken Sie nur an die Uhren, die man trägt, um ja seine Körperfunktionen auch zu kontrollieren. Und da gäbe es jetzt noch viele Beispiele dazu zum Thema Vertrauen und Sehen und Kontrolle. Aber ich fasse mal zusammen, wir haben ja dann auch noch Zeit, über einiges in der Diskussion zu sprechen. Was ist wichtig, wenn wir uns mit dem Selbst beschäftigen? Auch das Ich, Ich-Bewusstsein, es braucht es zum Selbst. Ich-Bewusstsein heißt, ich kann unterscheiden. Da geht es auch um Trennung, um Freiheit, Entscheidung, um Tabubrüche, das sieht man schon in der Genesis, auch um Verantwortung und Gewissen. Und Hannah Arendt hat daran erinnert, dass in einigen Sprachen, im Englischen, Französischen, aber auch in anderen, Gewissen und Bewusstsein ursprünglich gleichbedeutend waren. Weshalb eben die Aufforderung des Orakels von Delphi, erkenne dich selbst, immer auch eine Gewissenserforschung bezweckt.
Ethik, könnte man sagen, beruht demnach auf dem inneren Zwiegespräch des Menschen mit sich selbst, mit seinem Selbst. Und hier geht es im jungschen Sinn um die Religio, die sorgfältige Beachtung des eigenen Selbst. Bisher habe ich ja viel von kollektiven Phänomenen, Gottesbildern gesprochen, was ja auch sein muss, denn es sind ja kollektive Phänomene. Aber es geht eben auch um das ganz persönlichste, individuelle Selbst, etwa die innere Stimme, die innere Gewissheit, die eben nicht unbedingt mit der kollektiven Lehre oder eben kollektiven Überzeugungen übereinstimmen muss. Das Selbst, im Begriff der Ganzheit, Zentrum der Persönlichkeit, Gott oder nicht Gott ist die Frage, aber das Selbst als göttlicher Kern im Menschen ist meines Erachtens das, was die Würde konstituiert, ist das im Menschen, was wir respektieren können. Und ich möchte es einfach erwähnen, dass manchmal Menschen das spüren, ohne dass sie sich mit Psychologie beschäftigen, zumindest unterstelle ich das jetzt mal. Im August diesen Jahres wurde, vielleicht kennen einige von Ihnen ihn, der Fußballtrainer Otto Rehhagel, 80 Jahre alt. Und er wurde interviewt und er hat dann zum Beispiel, wurde er gefragt, wie hat er gearbeitet als Trainer, was war sozusagen seine Grundeinstellung. Da hat er gesagt, ich sage zu jedem Spieler, ich kritisiere dich als Spieler. Als Mensch bist du mir heilig. Und das fand ich so spannend, weil er unterscheidet eigentlich zwischen ich und zwischen selbst. Und das wird heute ja oft nicht gemacht. Weil dann nimmt man auch Dinge persönlich, ja, oder ist quasi selbst entwertet, aber es wird an das Ich adressiert. Und ich glaube, dass das was ganz Hilfreiches ist, für sich selber und im Umgang mit anderen zu unterscheiden, adressiere ich das an dein Ich, an Kompetenzen und so weiter, oder spreche ich mit dir im Sinne des Selbst, mit diesem göttlichen Kern, und ich glaube, dass das für unser Zusammenleben gerade heute eminent wichtig ist oder sein könnte, wenn wir das bewusster machen. Dann eben, wie schon gesagt, Gottesbild klar, aber Gott oder nicht Gott. Es gibt Stellen, wo eben Jung gesagt hat, der Gott in uns, aber er hat auch an anderer Stelle geschrieben, also die Formel selbst gleich Gott kann nicht stimmen. Also Sie sehen, auch er hat gerungen, es ist schwierig, es ist ein Geheimnis. Und ganz zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass das griechische Wort Therapeuin, also Therapie, ja, oder heilen, wenn man es übersetzt, heißt, das bedeutet, den Göttern dienen. Das heißt, Therapie ist mehr als Ich-Psychologie oder Ich-Psychotherapie, wobei man es ja nicht ganz trennen kann, also egal wie Sie arbeiten, Sie adressieren es nicht nur ans Ich. Aber ich finde es ganz interessant, dass in dem Wort eben steckt, dass es um das Selbst geht, dass es um das Göttliche geht, dem eben gedient wird. Und insofern sehen wir, ob wir uns damit auseinandersetzen oder nicht, wie wichtig eben dieses Selbst ist, wie wichtig für unsere Beziehung und auch für unser Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.